einen Heckgepäckträger. Wir möchten jetzt noch Davids dran haben. Nicht vermessen, nicht verrechnet. Ich habe zweimal nachgemessen. Reicht dir zweimal. Schaluppe, Schluppe, Schluppe. Du bist auch so eine Schluppe, so eine Schaluppe, Schluppe. Testen. Machen wir. Hinter mir bekommt die Lanikorne in den nächsten Tagen, ich werde mir Zeit lassen, uns langsam machen, einen Heckgepäckträger. Der wurde in Deutschland gefertigt, der ist modular gefertigt von E-Tech Edelstahl. Und der wird auf dem Oberrohr sitzen, von der Reling, und wird hinter den Besanmast über den Spiegel hinausragen. Dazu gibt es zwei Streben, eine davon liegt schon hinten auf dem Achterdeck. Und ich werde jetzt beginnen mit den Klammern, die oben auf der Reling sitzen, die die untere Befestigung darstellen für einen von diesen seitlichen Trägern. Ich lasse mir Zeit, ich montiere das auch das erste Mal, also guckt mal zu und wir werden gemeinsam sehen, wie gut das auf Anhieb klappt. Ich bin aber sehr zuversichtlich, es gibt nämlich eine sehr schön bebilderte und eine sehr lange Anleitung. Also geht los! Dieser Geräteträger ist etwas ganz Neues. Es ist ein modulares System. Er besteht aus handlichen Einzelteilen, die nach Maß auf dein Boot gefertigt werden. Diese kommen nach Fertigung alle gut verpackt und gepolstert in einem Karton bei dir im Hafen an und du baust ihn dann selbst auf oder lässt ihn aufbauen. Zusätzlich zum Geräteträger kannst du noch weitere Sets wie den Bordkran oder die Davids mit achterlichen Stützen dazu bestellen. Damit bekommst du einen individuellen Geräteträger, der genau deinen Wünschen entspricht. Es ist Ostersamstag und der Nachbar hinter mir, der feilt auch an seinem Boot. Ich habe jetzt den ersten Träger, den auf der Steuerbordseite montiert, hinter mir. Und zwar alleine. Der Hersteller empfiehlt, dass man es zu zweit macht. Ist auch besser. Ich muss jetzt nochmal mit dieser mitgelieferten Mini-Wasserwaage messen, ob er 5 Grad nach innen geneigt ist. Und eigentlich auch, ob er so waagerecht steht. Das kann ich aber nicht, weil das Boot hinten runterhängt, weil hier so viel noch gestaut ist, was noch nicht an der richtigen Stelle ist. Also kann ich es im Moment nur schätzen. Ansonsten bin ich echt begeistert. Der ist wirklich schön. Ist sehr schön gefertigt, zieht super aus, ist wertig. Und die Montage hat bisher auch nach der Bedienungsanleitung einwandfrei funktioniert. Also top. Nachdem der erste Teil ja jetzt super gelaufen ist, werde ich mich jetzt dran machen, den zweiten Teil auch gleich zu montieren. Läuft super bisher. Hier ist jetzt die Schraubensicherung auch dabei, das finde ich echt super. Also das einzige Werkzeug, was man braucht, 2 10er Schraubenschlüssel, ein 13er Schraubenschlüssel, verschiedene Imbusschlüssel, kleinere und ein Akkubohrer, ein Edding, ein Zollstock und eine Feile. Mehr braucht man nicht. Und der Rest kommt mit, was man braucht. Da stecken Rohre drin, die machen die Verbindung zwischen dem Rohr und dem hier unten. Und damit das jetzt nicht nach oben rausrutschen kann, deswegen kommt da diese Sicherung noch dran.
Also das hier sind die Seitenteile, die waren jetzt einmal oben auf dem Heckträger montiert. Man misst jetzt einmal von diesem Punkt zu diesem Punkt und von diesem Punkt zu diesem Punkt und mittelt die natürlich aus, dass es der gleiche Wert ergibt. Klar. Und dann gibt es hier im Messblatt eine Rechenhilfe. Da gibt man dann den gemessenen Wert ein, rechnet 50 mm dazu und dann kommt man auf das Mittelteil, das extra für einen gefertigt wurde. Und dann misst man da die Gesamtlänge, zieht davon den errechneten Wert ab und die Differenz, die rauskommt, bei mir 40,7 cm, dividiert man durch 2. Das heißt, 20,3 cm pro Seite muss ich kürzen. Dann wird das zusammengesteckt, Bohrungen gemacht, verbunden, aufgelegt und verschraubt. Und jetzt kommt übrigens dieses magische Werkzeug ins Spiel, was mitgeliefert wurde. Und zwar original verpackt. Das ist eine Schneidkluppe, nennt sich das. Man dreht das auf, setzt das an. Also hier ist mein Strich, ne? Da will ich abschneiden. Und jetzt dreht man so lange zu, bis das Rädchen aufsitzt. Bevor du anfängst zu schneiden. Ja. Du hast dich nicht verrechnet, nicht vermessen, nicht verrechnet. Ich habe zweimal nachgemessen. Reicht dir zweimal. Wenn es ab ist, ist es ab. Ich habe es oben nochmal aufgelegt und nochmal visuell kontrolliert. Ich habe nochmal hier gemessen. Also es muss passen. Wenn es ab ist, ist es ab, ne? Ja, aber das sind ja 50 mm dazugerechnet, warum auch immer. 50 mm sind 5 cm. Ja, pro Seite 2,5. Das ist ja nicht viel. Nee. Kann ich noch 5-mal abschneiden. Ja, okay. Gut, also das ist die Schneidkluppe. Und ich habe das Rädchen jetzt so lange dran gesetzt, dran gedreht, hier hinten, bis es ansetzt. Und jetzt fahre ich einmal im Kreis und drehe wieder nach. Und nochmal. Und das mache ich jetzt so lange, bis das Rohr durchgedrückt ist. Jetzt ist ein richtiger tiefer Schnitt schon entstanden. Mhm. Und jetzt fällt er gleich. Oh! Kalüngel. Ich habe ja in der Dunkelheit die Traverse dann oben aufgelegt. Und unsere nächsten Schritte werden jetzt sein, dass wir die Diagonalen einbauen. Die kommen hier, wo die Schellen sind, kommen jetzt Diagonalen noch rein. Also so Spannelemente. Und ihr seht das ja, die ist zu lang. Das kürzen wir jetzt auf Maß. Und dann spannt man das hier mit diesem Spannelement. Also man kann den praktisch drehen. Und dadurch, dass der andere dann auch fest ist, verlängert er sich oder verkürzt sich und man kann ihn praktisch auf Zug oder auf Druck spannen. Und das bauen wir jetzt. Das wird jetzt mit dem Ding hier wieder gemacht, ne? Ja, das ist das Ding. Kluppe, Schaluppe, Schluppe, Schluppe. Du bist auch so eine Schaluppe, Schluppe. Schlupfschaluppe. Eine schluppige Schlupfschlalosch. Wir haben jetzt den Solarträger oder Geräteträger soweit fertig aufgebaut. Und das, was ihr hinter mir seht, das ist der Geräteträger ohne Anbauteile. Der besteht aus der oberen Traverse, dann links und rechts im aufrecht stehenden Teil, also der Stütze. Und dann oben links und rechts eine Diagonale. Und ich gehe jetzt mal runter. Auch hier nochmal Diagonalen, die sich normalerweise auf den Heckkorb versteifen. Der Geräteträger, der sitzt in dieser Konstruktion ja auf dem Heckkorb auf. Und
da gibt es jetzt eine ganze Menge zu beachten, weil der Heckkorb muss natürlich stabil sein, sonst ist das Gesamtsystem nicht ganz so stabil, obwohl der Geräteträger stabil ist. So, das hat also was mit eurem Boot zu tun und nicht mit dem Geräteträger, aber der sitzt da drauf, deswegen müsst ihr darauf besonders achten. Unser Heckkorb ist dafür nicht so optimal geeignet, denn wir haben eigentlich gar keinen Heckkorb. Das heißt, dort, wo ihr normalerweise einen Heckkorb habt, hier mit Stützen und oben durchgehend, haben wir eine Öffnung. Und das ist nicht optimal. Wir bräuchten eigentlich, ich nehme mal den Bootshaken, noch eine Diagonale, die auf den Heckkorb aufsitzt. So wäre es eigentlich richtig. Die gibt diese Stabilität in diese Richtung rüber. Und wir haben uns jetzt so geholfen, dass wir unten nach unten abgestützt haben, wobei der hier normalerweise hier hingehen sollte, im 45-Grad-Winkel. Und dann gibt es noch eine zweite Sache. Und die findet sich hier. Und das sieht man schon, wenn ihr da hinguckt. Wir haben hier eine Stütze und die nächste Stütze ist 1,5 Meter weiter. Das heißt, der Punkt hier, der hängt in der Luft. Wenn der versucht, nach hinten zu wackeln, weil wir zum Beispiel Welle haben, dann ist die Tendenz, hier das hochzuziehen. Deswegen fehlt hier eine Stütze oder eine diagonale Abstrebung. Die werden wir noch ergänzen, die haben wir im Moment nicht. Und an diesen zwei Stellen seht ihr schon, dass ihr darauf achten müsst, dass euer Heckkorb stabil genug ist, damit das Gesamtsystem dann auch am Ende stabil ist, weil ihr wollt ja damit auf See gehen. Und als besondere Überraschung konnten wir für euch einen Rabatt raushandeln von 7%. Ihr braucht den Code Hafenkino, den gebt ihr an, wenn ihr kauft, und dann bekommt ihr 7%, und wir finden das toll und wir freuen uns darüber, euch auch damit eine Überraschung machen zu können. Das hier ist jetzt das Basisset sozusagen, der Geräteträger. Wenn du nur Solarpaneele haben möchtest, reicht das. Wir möchten jetzt noch Davids dran haben und noch einen Kran für den Motor oder andere Sachen, Einkäufe, sonstiges. Und das sind jeweils nochmal zwei extra Sets. Also es gibt verschiedene Zubehörteile, die du dazu nehmen kannst. Und zu den Davids gehören zum Beispiel nochmal extra Aussteifungen nach hinten dran, damit, wenn da eben das Ding dranhängt oder was auch immer, genügend Kraft da ist oder genügend Stabilität da ist, dass das ganze System auch hält. Thank you.
Das hier ist das obere Ende von dem Spannelement und wir haben ja verschiedene Spannelemente. Noch ein kleiner Tipp dazu. Hier kommt ja normalerweise eine Madenschraube mit. Und wenn ihr das Gesamtelement, und wir sind jetzt hinten praktisch beim David-Spanner, das sind die längsten, wenn ihr die auf Zug belasten wollt, also ihr wollt sie praktisch zusammenziehen, dann muss die Kappe auf jeden Fall, also diese Kappe, eine Schraube haben, die auch durch das Rohr oder in das Rohr fasst, weil sonst rutscht euch die Kappe runter, wenn ihr nur die Madenschraube verwendet. Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt, weil mir sind Madenschrauben schon kaputt gegangen, weil die ja innen hohl sind. Da ist ja ein Imbus drin. Ich habe mir jetzt nochmal 6er metrische Schrauben geholt in V4A, weil das ist eine 6er metrische Bohrung. Ganz kurze, das sind 10 mm Schrauben. Und ich habe das Loch übertragen auf das Rohr. Und dann habe ich hier mit der mitgelieferten Bohrschablone, die hat hier Löcher, das ist aber eine 25er, deswegen habe ich hier Gummieinlagen reingemacht und habe die da drauf gesetzt, sodass ich praktisch hier eine Bohrschablone habe, dass mir der Bohrer nicht wegwandert. Und dann habe ich diese Bohrung gesetzt in das Rohr, dann braucht ihr nur noch die Kappe aufschieben. Jetzt habt ihr ein Loch auch im Rohr. Dann kommt noch Schraubensicherungsmittel drauf. Und dann könnt ihr praktisch hier in das Originalgewinde reingehen. Und könnt das festziehen. Habe ich nicht genau gezielt. Ich brauche natürlich das Loch. So, jetzt sollte es gehen. So, jetzt greift die Schraube ins Loch rein. Und ich ziehe die Schraube jetzt fest. Das heißt, die geht jetzt durch die Kappe durch und in das Rohr hinein. Und wenn ihr kurze Schrauben verwendet, dann seid ihr auch mit dem Spannstab in der Mitte von diesem Spannelement nicht im Weg. Das heißt, ihr könnt auch spannen, ohne hier dieses Gewinde kürzen zu müssen. Und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen bei diesen Spannelementen, egal ob lang oder kurz, weil ihr müsst ein bisschen damit spielen, ob ihr die auf Spannung bringen wollt oder auf Druck bringen wollt. Und dafür ist es sicherer, wenn ihr das auf jeden Fall gesperrt habt. Wenn du uns unterstützen möchtest, kannst du das sehr gerne tun. Wir haben nämlich jetzt Patreon. Und Patreon geht ab 3 Euro im Monat los. Dafür bekommst du schon die Videos werbefrei eine Woche vorher und anderes Bonusmaterial. Und je nachdem, welchen Level du wählst, gibt es auch andere Vorteile bis hin zu einem telefonischen Anruf von uns. Wie auch immer, wir freuen uns über jeden Beitrag, den du beisteuern möchtest. Also vielen Dank dafür. Eins weiter. Wir haben einen Geräteträger. Wir können endlich Solar aufbauen. Wir haben unsere Davids und einen Ausleger für den Motor zum Hoch und Runter oder schwere Einkäufe. Wie gesagt, kann man alles jetzt hoch und runter packen. Das ist nicht großartig. Und endlich mal ein frustfreies Projekt. Das war jetzt mal ein Projekt, wo nichts schief gegangen ist, weil alles vorgefertigt war und alles dabei war. Großartig. Genau. Und das ist auch der Grund, weshalb wir uns für das System entschieden haben, weil es einfach passt, weil wir auch wussten, dass es passt, weil wir die Qualität kennen von E-Tech Edelstahl und einfach gesagt haben, wenn wir uns da was dafür besorgen von denen, dann passt das auch. Wir hatten das ja schon mal hier, gibt es bestimmt super Handwerker vor Ort, aber die Kommunikation ist halt so ein bisschen das Problem mit unserem bisschen Duolingo-Spanisch. Kommen wir da einfach nicht dorthin, wo wir hin möchten. Ja, und manchmal kennt man auch die Handwerker nicht vor Ort, weiß dann nicht, ob man wirklich an gute Handwerker gerät
Und wir haben uns eben deswegen dafür entschieden, wie gesagt, Marion sagt es ja, wir kannten die Qualität und es ist halt modular. Es kommt dann auch wirklich dort an, wo du es haben willst und das ist großartig. Und wir haben jetzt circa 2 Tage für die Montage gebraucht. Mhm. Wolltest du das sagen? Nein. Wir haben jetzt circa 2 Tage für die Montage gebraucht, also circa 1 Tag für den Geräteträger selbst, ganz entspannt. Schafft man vielleicht auch in einem halben Tag. Wir haben uns Zeit gelassen. Und ja, wenn man es zu zweit macht, schafft man es vielleicht im halben Tag. Ja, okay, gut, wenn man nicht alleine bis in die Nacht reinschraubt. Und das Zweite, also die Anbauteile, war jetzt nochmal ein Tag, weil man ja dann auch Löcher in den Spiegel bohren muss und so weiter. Es war ein frustfreies Projekt und dazu hat auch beigetragen, dass das Werkzeug dabei war. Es war ja Schraubensicherung dabei, es war ein Bohrer dabei, es waren Bohrschablonen dabei, es waren die Schneidkluppe dabei, damit man das eben abschneiden kann. Es war der Senker dabei, also wirklich, wirklich, wirklich viel, also fast komplett, fehlen wenige Werkzeuge, ein bisschen Imbusschlüssel, ein bisschen Schraubenschlüssel, das war's, mehr braucht ihr gar nicht und eine Feile und ein Schraubstock ist auch gut. Und eine Bohrmaschine. So, aber dann hat man es auch und das hat man ja an Bord. Ja. Und also ich finde es toll. Ich bin froh, dass wir dieses Projekt fertig haben, dass wir diesen tollen Träger jetzt auch haben und damit eben ein Stück weiter sind in unserem Plan. Und für wen passt der jetzt? Also er passt. Er ist für Coastal ausgelegt. Das heißt für Tagestouren und mal eben das Dingi hochziehen. Er sollte weniger für weltweite Passagen eingesetzt werden. Dafür wäre es dann zumindest sinnvoll, dass man noch Schweißpunkte anbringt, um die Verbindungen zu fixieren. Das werden wir auch Stück für Stück noch nachholen. Und ganz wichtig, achtet darauf, dass euer Heckkorb stabil ist, ausgesteift ist und auch dafür geeignet ist. Weil das Ding ist in sich komplett stabil durch diese Spannelemente, ganz großartig. Aber es fängt an zu schwingen, wenn unten das Element nicht ganz stabil ist. Und deswegen ist unten als Fundament das so sehr wichtig. Genau. Aber das kriegen wir noch hin. Genau. Der Geräteträger selbst ist super. Genau. Aber man sieht es ja auch, ist ja schick. Wir sind auch schon ganz oft angesprochen worden jetzt die letzten 2-3 Tage, wo wir am Machen sind. Okay. Okay. Testen. Machen wir. Machen wir.